Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Robin Hood. Wir befinden uns auf dem Weg zur nächsten Mission. Letztes Mal ist mir ja der Rechner, also das Programm abgeschmiert. So, die Stunde der Entscheidung hat geschlagen. John hat sich in die Festung von Nottingham zurückgezogen. Robin muss ihn gefangen nehmen, damit Richard ihn bei seiner Rückkehr richten kann. Die Männer des Sheriffs patrouillieren in den Straßen der Stadt. Es wird nicht einfach sein, ihn zu erreichen. List und Gewalt werden wahrscheinlich notwendig sein. Ja, Robin ist genau hier. Will Scarlet ist hier unten mit Lady Marian. Und die sind hier oben. Sehr schön. Na gut, dann räumen wir mal so langsam auf. Wie sieht es denn aus, kartentechnisch? Ja. So, das Interessante ist übrigens, dass ich diese Mission jetzt schon mehrfach gemacht habe. Na komm. Einfach stehen bleiben. Na. Schade. So. Ich habe die jetzt schon mehrfach gemacht, weil, im Grunde. Naja, nee, weil der hat zweimal nicht aufgenommen und. Der wird sich so bald nicht wieder hören. Hopp. Moment, wo? Ach so, der schreit auch. Stirb. 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 Wunderbar. Hopp. Und der wird es mir zeigen. So. Ich sagte doch, so. Du sollst stehen bleiben. Die haben wir ausgeschaltet. Wollen wir die Bogenschützen überhaupt anfechten? Eigentlich braucht man das nicht. Komm mal hoch. Ja, mit Lady Marian werden wir gerade mal einen kleinen Gefechtskampf machen. Hopp! Hopp! Na komm. Zack! Lady Marian ist nämlich schon eine brutale Frau. Hopp. Und die Pfeile sollte man nicht verschwenden. Zwei auf einen Streich, sehr gut. So, Lady Marian. Stirb. So. Oh, was ist hier los? Mein armer Bruder, dieses Untier von Sheriff hat ihn Gewalt zum Eintritt in die Armee zwingen wollen. Wie auch die anderen jungen Männer, aber sie wollen nicht gehorchen. Sie haben ihn in den Kerker geworfen. Was wird nun aus ihnen? Oh, in den vergangenen Versuchen bin ich da nie mit reingegangen. Na gut. Dann machen wir das heute. So, die zwei erledigen wir. Oh, da ist ein Kleeblatt. Du hast keinen. Also Lady Marian ist echt eine Tötungsmaschine, wie man sieht. Die geht da wirklich durch die Reihen und scheißt drauf. So. Vor allem, wie man sieht, haben wir ja im Grunde schon. Oh, guck, wer da ist. Wer sieht mich? Erstmal aus dem Weg, damit er mich nicht umrennen kann. So. Bereite dich auf den Tod. Ich spüre gar nichts. Au. Ich werde dich. Stirb, 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 stirb. Für Richard, König von England. Ah, der ist down. So. Entschuldigt mich eine Sekunde, denn. Hatte vergessen, mit der Aufnahme das Fenster zu schließen. Wenn da jetzt ein Traktor gekommen wäre, der hätte die ganze schöne Aufnahme versaut. Da hätte ich keine Lust drauf gehabt. So, als nächstes nehmen wir doch Will Scarlet. Was sagt er denn? Ja, Prinz John ist hier in der Burg von Nottingham unter dem Schutz des Sheriffs. Ich habe ihn neulich mit der Eskorte vom Schwarzen Rittern ankommen sehen. Man sagt, er hat sich im beschütztesten Raum eingeschlossen und ihn seither nicht mehr verlassen. So, zack. Na? Da. Okay. Hey du, wer bist du? Na. Du willst schon sehen. Gegen mich anzutreten. Du Hund! Na gut. Hopp.
Verzeih, du hast mir keine Wahl gelassen. Hab und tot. Ja, komm, komm, komm. Gebt euch zu erkennen. Oh, wunderbar. Weil das Tollste ist, während die kämpfen, wenn er nicht gleich schon tot ist. Schämst du dich nicht, für einen Dieb und Verräter zu kämpfen? Ha, während er gewirkt hat, hat sie nochmal zugestochen. Was ist sie denn für eine? Wie mies ist das denn? So, Lady Marion. Gebt euch zu erkennen. Bisschen weg von der Burgmauer. Nun komm schon. Genau, nun komm schon. Schämst du dich nicht, für einen Dieb und Verräter zu kämpfen? So, das war's dann. Dann schauen wir doch mal. Machen wir doch mal ein Taktik-Ding. So. Gleichzeitig. Warum auch immer sie mit dem Bogen nicht treffen konnte. Ah. Und. Du wirst schon sehen. Ich sagte doch, du sollst stehen bleiben. Weißt du was, das kann im Grunde Lady Marion machen, weil das alles Nahkämpfer sind. Im Grunde habe ich ja nur Angst vor Armbrustschützen und schwarzen Rittern. Hey, warte! Wenn deine Mutter dich so sehen könnte. Oh, na toll. Will Scarlet bekommt auch was zu tun. Dann schauen wir doch mal. Da oben sollte man vielleicht nicht hin. Das sind bestimmt Bogenschützen. Oh, guck mal. Wagst du es gegen dich? Kriege ich. Nimm das. Na? Wenn deine Mutter dich so sehen könnte. Hey du, wer bist du? Erstmal töten. Na komm. So, dann erwürgen wir den mal. Oh, hat sich erledigt. Na gut, Will Scarlet, geh mal vor. Hey du, wer bist und zack. Du? Und teste meinen Morgenstern. Ah, natürlich, hier können wir nicht aufschließen. Ah, toll. Ja, dann müssen wir das nachher noch machen. Ach, hier auch nicht. Ah, toll. Ja, dann komm, geh da weg. Braucht man nicht. Im Grunde haben wir jetzt alles erledigt, oder? Also bis auf den Knast selber, aber... Ja, und die Bogenschützen hier unten. So, dann schauen wir doch mal. Nimm mal. So, gesucht wird Robin von Locksley, genannt Robin Hood, der sich des Hochverrats und Vatermord schuldig gemacht hat. 50.000 Pfund Belohnung. Jegliche Informationen, die zur Festnahme des besagten Kriminellen oder einer seiner Komplizen führen, werden belohnt. Au. Au. Na gut, gehen wir mal von Robin Hood aus. Hier sind nämlich auch nur Nahkämpfer erstmal. En garde! Gebt euch zu erkennen! Hab en garde! Ich würde dann mal bitte ein Geld verabschieden. Du wirst schon sehen! Halten wird dein Tod sein. Du hast dich gut geschlagen. Na komm, einmal rundum. Sieg! Und, upsa, jetzt ist ihm schwindelig. Willst wohl sterben? Aua. Du kannst mich nicht besiegen. Und, wir metzeln hier richtig nieder. Ich würde dann mal bitte einen Geldbeutel schicken. Aua. Sieg! Hopp. Oh oh. Willst wohl sterben? Oh verdammt. Ich würde dir mal etwa einen Geldbeutel schicken. Ja. Hopp. Ein Bogenschütze weniger. Aufstelle. Die Bogenschützen nach hinten. Na komm, und drauf. Ja. Ach. Erschießen. Verdammter Mist. Weg hier, weg hier. Ja.
damit hat sich das. Ich hab einen. Hä? Also. Gut, wenn die sich verziehen, perfekt. Ein Almosen. Keine Bewegung. Ja, ja, bleib ruhig stehen. So, Robin. Aufstellung. Das Leben ist hart. Der ist down. Dann würde ich mal behaupten, Robin Hood. Robin Hood. Da, einer weniger. Du bewegst dich mal in gefahrlose Zonen. Zu Hilfe, zu Hilfe. Ein Mörder. Zeigt, was ihr könnt. Genau, zeigt, was ihr könnt. Wie die fliehen. Komm und teste meinen Morgenstern. Komm. Und alle einzeln auf mich. Bleib stehen, Feigling. Du hast kein Talent. Ich sagte doch, du sollst stehen bleiben. Na komm, einmal drauf, komm. Ich sagte doch, du sollst stehen. Ich werde es euch zeigen, sagt er. Du hast keine Chance. Du hast keine Chance. Tja, die bösen, bösen Soldaten. Oh, und hier sind noch ganz viele. Also die immense Menge dieser Torwächter. Gebt euch zu erkennen. Was macht ihr? Alarm! Alarm! Ich wollte gerade sagen, wenn das jetzt klappt, das wäre lustig. Ich sagte doch, du sollst stehen bleiben. Und zack. Und wir schauen, wie ihr Chef getötet wird. Und und so, du bist als nächster dran. Während er seine Pfeile verschießt. Hat er ein kleines Problem. Wir gehen mal einfach mal ein bisschen würgen. Das Leben ist hart. Wir drücken quasi die Gefahr von den Mauern. Bisschen makaber, durch die Reihen zu gehen und jeden Einzelnen zu erwürgen. Oh. Oh, das sind einige. Ich sagte doch, du sollst stehen bleiben. Wow. Eins. Nein. Zwei. Nein. Drei. Nein. Vier. Nein. Fünf. Nein. Sechs. Sechs Leute. Das ist nicht meine Art. Das ist nicht seine Art, richtig. So. Hauptsache das Erwürgen auf den Mauern. So. Ich. Boah. So, du auch. Und du auch. Danach haben wir da keinen mehr, oder? Sehr schön. Das freut mich. Das Tollste ist, dass er relativ schnell hier runterkommt. So, haben wir denn noch... Ach, richtig. Hier, da haben wir noch einen. Nimm ihn dir. Wo ist da... Da, schau mal an. Und... So, war hier irgendwas? Mal schauen. Vielleicht war hier Gold oder so, weil da war ja schon früher immer mal wieder Gold drin. Bestimmt sind auch Soldaten drin. Oder? Ja, muss. Wow. Moment, wer sagt, der ist ja tot? Ach, da oben. Oh, waren auch nicht wenige. So, überall Soldaten. Soldaten, Soldaten, everywhere. Hopp. Komm und teste meinen Morgenstern. Na komm. Moment, ist da einer nur bewusstlos? Nee. Alles Paletti. Moment. Ach, da oben der Rote. So. Dann gehen wir doch mal weiter mit Willy. Wache. Wache. Ach so, genau. Dann holen wir dieses Kleeblatt ab.
Achso, das ist bestimmt ein Soldat, oder? Nein, hey, wer ist das denn? Ein Almosen. Ich sage euch, in Wahrheit ist das Leben traurig. Prinz John wird die Schlacht verlieren, mein Sohn ist in seiner Armee und niemand kann etwas daran ändern. Noch nicht einmal ihr, Robin von Locksley, das ist Will Scarlet. Nun, ich verspreche nichts, aber ich werde mich mit ihm reden, dass er euch in die Burg lässt. Auch nicht schlecht. So, wen haben wir hier? Oh. Mein Sohn, ich weiß, wer du bist. Ich kenne dich seit Jahren, aber nun ist dein Herz von Zorn erfüllt. Du musst lernen zu verzeihen, um deinen Rachedurst zu löschen und das Blut von deinen Händen zu waschen. Habt Erbarmen mit dem Prinzen, wenn du auf ihn triffst. Selbst er kann errettet werden. Geh in Frieden, mein Sohn. Gott segne dich. Ja, das hat mir jetzt sehr viel geholfen. Hier ist ein... Mein Gott, wie viele Kleeblätter hier sind. Das ist ja für einen Frontalangriff richtig geschaffen hier. Hier noch ein Kleeblatt. Moment. Ja, unten war da noch ein Kleeblatt von dem Bettler. So, wir werden Robin holen. Denn wir brauchen jemanden, der ein paar Pfeile mehr hat. Ein Almosen, edler Herr. Kriegt er die? Oh, Tatsache. Und das merkt nicht einmal einer. Interessante Sache. Zack. 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 Komm schon. Du auch. So, ist da noch irgendwer anders? Nein. Keine Bewegung. Komm. Na komm. Nimm Hilfe. Hopp. Ich werde deiner Hütte einen Geldbeutel schicken. Ich werde es euch zeigen. Ach ja. Bandit. Taktischer Einsatz von Waffen. Oh, der hat Geld dabei. Schon ein bisschen Leichenflatterer, oder? So, was ist mit dir? Das ist der Sohn von Applegord dem Alten. Dieser junge Soldat hat uns gesehen, aber er reagiert nicht. Sein Vater muss bereits mit ihm gesprochen haben. Sehr gut, das erleichtert uns die Arbeit. Na, wenn das nicht Robin ist. Dann gehen wir nochmal hier lang. Hier kann man nämlich die Pfeile nachfrischen. Hopp. En garde. Wer da? Sieg. So. Mache ich. Ich komme jetzt runter. Oh. Oh, guck an. Hopp. Haha. Ah. So, dann töten wir den. Immer weniger Soldaten hier. Hörst du jetzt aufzulaufen, ja? Oh, guck. Bevor der erschossen wird. Du kannst mich nicht besiegen. In einer Kirche. Hopp. Na komm, bisschen näher ran. Zack. Das können wir schon nicht mehr aufnehmen. Gehen wir mal hier. Oh, da sind sogar zwei. Und. Gebt euch zu Hilfe! Ich gehe halt.